Ja, ich habe ja neulich erzählt, sorry, hallo erstmal. Ich habe ja neulich erzählt von meinem Besuch bei meinem Psychotherapeuten. Naja, auf jeden Fall ist die ganze Situation einen Schritt weiter und er hatte dann vorgeschlagen, ob ich nicht mal vielleicht in für länger dahin gehe, in eine Einrichtung, die mir hilft. Ich war dann da und habe mit diesem Professor quasi so eine Art Eingangstest gemacht. Also zumindest hat er mir gesagt, wir machen immer, bevor wir uns entscheiden, ob wir jemanden aufnehmen, hier so einen Test. Ja, den würde er gern machen. Ich sage, ja, dann legen wir mal los. Und er sagt, okay, stellen Sie sich vor, Sie haben hier eine ganze Badewanne voll mit Wasser. Und jetzt stellen wir Ihnen zur Verfügung einen Löffel, eine Tasse und einen Eimer. Wie kriegen Sie die Badewanne leer? Ich sage natürlich sofort, ah, alles klar. Ich sag, der normale Mensch antwortet natürlich, ich nehme den Eimer. Ja. Und er sagt, nein, der normale Mensch zieht den Stöpsel. Möchten Sie ein Zimmer mit Blick in den Park oder nicht? Nur ein einziges Bedenken schaffte ihm dann und wann etwas Unbehagen. Wo bleibt denn bei alledem Freund Statthalter? Warum ist er niemals sichtbar? Wieso gelingt uns am Tag für Tag das trauliche Alleinsein, obwohl zuweilen oben in der Studierstube ein Stiefelschacht und Tabakrauch wie warnendes Orakel durch die Ritzen qualmt? Das Geheimtum, welches seinem Herzen süß schmeckte, wollte, wenn schon nichts Böses geschah, seinem Gewissen nicht recht munden. Andererseits konnte er doch auch nicht oben an der Studierstube anklopfen und Meldung abstatten. Herr Direktor, wissen Sie das Neueste? Ich habe nämlich die Ehre, Ihre Frau Gemahlin ergebenst zu lieben. Sie können übrigens ruhig auf beide Ohren schlafen, denn wir sind unschuldig wie zwei Osterlämmer. Ein weißes und ein schwarzes. Nein, gegen eine solche Biederei empörte sich sein Geschmack. Es gibt eben Dinge, die, obgleich sie nicht böse, vielmehr hoch und edel sind, dennoch die Geheimhaltung verlangen, deshalb, weil sie durch die bloße Kenntnis eines Dritten entweiht würden. Und schließlich, es geht sie an, nicht mich, es ist ja ihr Ehemann, nicht meiner. Also, wenn ihr Gewissen es erträgt. Nachdem das so einige Wochen gedauert hatte, wurde ihr Benehmen anders, nämlich undeutlich, wechselvoll. Gegensätzlich. Nie fand er sie so wieder, wie er sie tags zuvor verlassen hatte. Zunächst überraschten ihn Rückfälle in ihr altes Misstrauen. Offenbar waren Einflüsterungen geschäftig. Vermutlich von Freundinnen, vielleicht auch von Neidern und Eifersüchtigen. Wenn es in Dur nicht gegangen ist, versuchte man es in Moll, warf sie ihm einmal ohne jeden Anlass hin, anzüglich mit gescheitem Blick. Sie war demnach geneigt, wenigstens in diesem Augenblick das wahnsinnige Herzeleid, das ihn zu ihren Füßen geworfen hatte, für bespielt, für einen abgefeimten Schachzug zu halten. Ein anderes Mal, als er von ihrer ersten Begegnung, also von der Parusie, erzählte, verlief folgende Rede. »Sagen Sie mir aufrichtig«, fragte er, »haben Sie mich eigentlich damals geliebt oder haben Sie mich nicht geliebt?« Sie schüttelte den Kopf. »Ich hielt Sie für falsch.« Wie kamen Sie auf diesen abenteuerlichen Gedanken? Weil Sie mir so viele übertriebene Schmeicheleien sagten. Ich sagte Ihnen niemals eine einzige Schmeichelei. Ich sagte bloß, dass Sie unbeschreiblich schön seien und dass Sie wie ein Symbol der Gottheit verehre. Nun ja eben, solcher abgeschmackter, süßer Schnickschnack. Das mag bei eitlen, inhaltlosen Modedämchen seinen Dienst tun, bei mir nicht. Und jetzt, lachte er, halten Sie mich etwa noch für falsch, da ich Sie nach wie vor unbeschreiblich schön finde und heute mehr als je als ein Symbol der Gottheit verehre? Zweifelte sie mit misstrauischem Blick. Manchmal nein, manchmal ja. Er begriff und entschuldigte. Germania, der es nicht in den Kopf will, ein Wüstling könnte einer echten Liebe fähig sein. Ja, sie glaubte noch immer nicht an die Wahrheit und Reinheit seiner Liebe. Das verriet ihm mancher Zug ihres Benehmens. So konnte sie zum Beispiel mitten im Gespräch das Kind aus der Wiege holen, es auf den Schoß setzen und wie einen schützenden Schild vorhalten.
oder sie stand bei seiner Ankunft abwehrend unter der Tür mit ausgebreiteten Armen den Zugang versperrend. »Wolf kommt mir nicht in mein Hürtlein«, drohten ihre Augen, ließ ihn übrigens dann doch ein. Andere Male wieder rührte sich Eva in ihr. Blieb er einen Tag aus, so forderte sie Gründe, heischte Rechtfertigung. Hatte er sich auf der Straße im Gespräch mit einer anderen Dame betreffen lassen, so hielt sie ihm das vor, scheinbar in scherzhafter Meinung, doch mit der Stimme der Empfindlichkeit. »Sie werden sich auch verheiraten wie jeder andere«, warf sie ihm etwa vor, in bitterem, fast verächtlichem Ton, als beginne er hiermit eine kränkende, niedere Haltung. Mitunter mochte ihn Eva auch plagen. »Warum denn nicht? Benutzt die schöne Jugendzeit. Noch ein paar kurze, flüchtige Jährchen. Ach Gott, du kannst niemand mehr plagen.« In dieser frommen Absicht redete sie oft, so oft wie möglich von ihrem Manne. Natürlich in harmlosem Ton zeigte ihm ihre neueste Fotografie. »Für meinen Mann zum Geburtstag«, oder sie fantasierte von der Zukunft unseres Buben, wenn wir beide einmal alt sein werden. »Welche beide?«, fragte er. »Nun, natürlich mein Mann und ich, wer sonst?« Unmerklich hatte sich jedoch ihrem Sonderbund ein Dritter zugesellt, ihr Büblein, der kleine Kurt. War es, weil sich Viktor hin und wieder gnädig mit ihm einließ, der Mutter zuliebe, oder war es im Gegenteil, weil er das überflüssige Wesen anfänglich gar nicht beachtet hatte? Sei es, was es wolle, das kleine Geschöpflein hängte sein Herzchen an Viktor, ihm wie ein Vater entgegenwankend, aber einem Vater ohne Entziehungsstücken, der einem niemals verbietet, der nie böse wird, der immer freundlich dreinschaut. Wenn dann die zwei miteinander spielten, Viktor und der kleine Kurt, hielt sich die Mutter geflissentlich abseits über den Strickrahmen gebeugt, viertelstundenlang schweigend, wie absichtlich sich in Vergessenheit hüllend, schaute von Zeit zu Zeit mit einem tiefen Atemzuge auf, und so oft sie aufschaute, glänzte ihr Auge von innerlichem seligem Lichte. Es schwebte wie Andacht über der Gegenwart, wie Segen über dem Menschen. Unversehens, ohne den mindesten Anlass, empfing sie ihn eines Morgens feindselig, ja geradezu brutal. »Wann reisen Sie wieder ab?«, lautete ihr barscher Gruß. »Warum? Würde Ihnen etwa meine Abreise erwünscht sein?« »Ja.« »Sie tun mir weh. Sie mir auch.« »Ich? Ihnen?« »Ja, indem Sie mir Sachen sagen, die ich nicht hören darf und die Sie nicht sagen sollen.« »Die ich auch nicht sagen wollte, aber sagen muss.« »Man muss nie, was man nicht soll.« »Die Natur kennt das Zeitwort sollen nicht. Das stammt aus der Sozialgrammatik der Menschen. Übrigens, wenn Sie wirklich wünschen, dass ich abreise, so geschieht es. Ein Wort von Ihnen genügt.« »Also bitte, wie belautet Ihr Befehl? Wollen Sie, dass ich abreise? Morgen? Oder heute noch?« Sie sahen eine Weile finster an. Dann wurde sie unruhig, stellte sich am Fenster und kehrte ihm den Rücken. Er, wie von einem Magnet angezogen, trat von hinten neben sie, berührte sie sachte einen Finger ihrer nachlässig herabhängenden Hand, die sie bei der Berührung nicht wegzog. Hiermit waren beide Körper verbunden. Und es lief wie eine Strömung hinüber und herüber. Davor sie bebte und zuckte, gab es keine seelische Magie, so gibt es doch sicher eine leibliche. Ein Gedanke stürmte gegen ihn, begleitet von Fanfaren und Glockenspiel. Jetzt hetzte der Gedanke, jetzt, sonst bist du lächerlich, lächerlich auf ewig. Wohlan, seien wir lächerlich, erwiderte er fest und gab ihre Hand frei. Da platzte in seinem Innern ein schallendes Hohngelächter. »Tugendheld! Tugendheld!« Verächtlich über die Achsel blickend gab er zurück. »Ehebruchpedanten!« Ein gefährlicher Boden und ziellose Pfade, wohin die junge Seligkeit wohl taumeln mag. Wird sie, kann sie überhaupt wählen? Müßige Fragen. Seine Aufgabe war es jedenfalls nicht, der Seligkeit ein Bein zu stellen. Ein jähes Ende. Am Morgen des Lichtmesstages, wo die Menschen die ersten Knospen zu grüßen pflegen, die noch nicht da sind, begab er sich wie gewöhnlich zu ihr. »Mein Mann ist im Studierzimmer. Wollen Sie, bis ich mit dem Aufräumen fertig bin, einstweilen ihm Gesellschaft leisten?« Er stutzte. »Was für eine neue Sprache. Schickt mich zu Ihrem Mann. Hat sie etwa gebeichtet? Eine Auseinandersetzung? Meinetwegen? Lass hören.
bin immer so eingerichtet, dass ich jederzeit jedem Menschen ins Auge sehen darf.